Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Xbox Creativity und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Videoserie, die ich mit diesem Video starten möchte. Und zwar möchte ich euch anhand von konkreten Beispielen, die ich selber hier aufbaue und die ich dann selber shoote, Lichtsetups vorstellen. Dabei wird es hauptsächlich um die Stilllife-Fotografie gehen. Ihr wisst, auf meinem YouTube-Kanal ist ja sehr, sehr viel schon über die Architekturfotografie, nicht ganz so viel über die Stilllife-Fotografie, was ich aber ebenfalls genauso gerne mache, wo es auch Videotrainings von mir gibt. Und deshalb habe ich mir überlegt, will ich da so ein bisschen mehr auch hier auf YouTube euch bieten können. Und deshalb habe ich diese Serie jetzt hiermit gestartet, wo es darum geht, Lichtsetups zu analysieren, zu zeigen, was für einen Effekt sie für euer Bild haben können und euch genau zu zeigen, wie dieses Lichtsetup aufgebaut ist. Und mein Ziel dahinter ist vor allem, simple Lichtsetups zu zeigen mit nur einem oder vielleicht höchstens zwei Lichtern, die aber extrem geile Wirkungen erzeugen können. Und das erste Setup, was ich euch heute zeigen möchte, ist wirklich, wirklich simpel. Ihr braucht nur ein einziges Licht. Es sollte allerdings ein großes Licht sein. Das werdet ihr aber gleich sehen, was ich damit meine. Und der Effekt für Stilllives ist grandios, verspreche ich euch. Also, ich baue auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier neben mir könnt ihr schon erahnen, was das Setup sein wird. Und ich möchte das Ganze so aufziehen, dass ich euch zuerst zeige, woher ich weiß, wie dieses Lichtsetup funktioniert. Das ist nämlich, und das wird auch bei den zukünftigen Videos, immer ein konkretes Buch sein. Ich habe dieses Buch schon ein paar Mal empfohlen. Ich möchte nicht, dass das jetzt ausartet in eine Werbeveranstaltung für dieses Buch. Aber es ist halt ohne Witz wirklich das einzige Buch über Fotografie und über fotografische Technik, was regelmäßig aus meinem Regal rausgezogen wird, wo ich regelmäßig nachschlage. Ich habe viele Fotobücher und ernsthaft, bis auf dieses eine, habe ich die anderen einmal durchgeblättert, weggestellt und nie wieder angefasst. Das ist schade, aber dieses eine Buch hole ich immer wieder raus, wenn ich irgendeine Frage zu Licht habe und zur Reflexion von Oberflächen und zum Fotografieren von Dingen. Denn das ist das perfekte Buch. Aber es ist nicht nur beschränkt auf Produktfotografie und auf Stilllife, sondern es werden auch Lichtsituationen draußen beschrieben, es werden auch Lichteinstellungen für Porträts beschrieben, es ist also wirklich allumfassend. Aber ich benutze es vor allem für meine Stilllives. Und das sage ich euch jetzt als erstes, wie das fertige Bild nämlich aussehen soll und welches Lichtsetup dafür nötig ist, wird nämlich super in diesem Buch beschrieben. Und dann setzen wir das Ganze um. So, das ist das Buch, das ist das Kapitel, um was es geht. Das Buch ist Light, Science and Magic. Das findet ihr dann nach unten in der Videobeschreibung, wo ihr das Buch bekommen könnt und was es alles beinhaltet. Es ist wirklich allumfassend, was Licht angeht. Wir wollen uns jetzt aber heute konkret mit etwas beschäftigen, nämlich mit dem Case of the Disappearing Glass. Und das bedeutet einfach, wir wollen jetzt Glas, ein transparentes Objekt, vor Schwarz fotografieren. Das führt halt zu bestimmten Problemen. Denn Glas als transparentes Objekt vor Schwarz verschwindet nahezu. Wir müssen also die Form des Glases herausarbeiten, um es im Foto später sichtbar zu machen. Und dafür hat sich ein Lichtsetup besonders angeboten. Und das Ergebnis, was daraus entstehen soll, ist dieses hier. Nämlich ein Foto, bei dem eigentlich nur die äußere Form des Glases beleuchtet wird und alles andere bleibt tatsächlich schwarz. Aber diese äußere Form reicht, um das Glas zu beschreiben, um das Glas im Bild deutlich zu machen. Und dieses Lichtsetup ist extrem simpel aufzubauen, aber dieser Effekt ist richtig geil. Und hier sehen wir nämlich auch schon das Diagramm, was dazu gehört, wie dieses Lichtsetup aufgebaut ist. Wir haben hier eine Lichtquelle, wir haben hier ein großes Diffusormaterial und dann haben wir in der Mitte einen schwarzen Abschatter, direkt vor dem Diffusor, sodass in der Mitte also kein Licht rauskommt. Und genau dort rein, wo kein Licht rauskommt, stellen wir unser Glas. Und dann fotografieren wir von vorne. Und das führt nämlich dazu, dass nur das Licht hier an der Seite quasi unser Glasobjekt so trifft, nur die Kanten beleuchtet und in der Mitte hier hinten kein Licht hinkommt und auch von hinten kein Licht sichtbar ist. Das heißt, es bleibt alles schwarz, bis auf diese beiden beleuchteten Kanten. Und wie wir das aufbauen, das machen wir jetzt. So, hier in unserem Fall haben wir hier eine Softbox stehen. Das ist einfach ein Diffusor, der zu meinem Dauerlicht gehört. Das ist jetzt ein 40x60 cm Diffusor, der jetzt einfach direkt hier an meinem Aufnahmetisch dran steht. Und das Wichtige bei diesem Lichtsetup ist, dass euer Hauptlicht relativ groß sein muss, damit es eben links und rechts neben dem Abschatter her noch Licht wirklich werfen kann. Deshalb nehme ich hier meine 50x60 Softbox. So, und als nächstes müssen wir dafür sorgen, dass der Untergrund nicht zu sehr reflektiert. Ein weißer Untergrund ist denkbar ungeeignet dafür. Und aus diesem Grund nehme ich dafür einfach noch eine dunkle Holzplatte, die ich habe. Die ist relativ matt, das heißt, sie reflektiert möglichst wenig Licht. Ich werde hinterher die Basis des Glases ohnehin nicht mit auf den Bildern haben wollen. Deshalb geht es wirklich nur darum, dass von unten nichts reflektiert wird.
So sieht das Ganze dann aus. Das ist meine Holzplatte und die liegt jetzt direkt an dieser Lichtkante dran, an der Softbox dran. Und dort kann dann gleich unser Glas drauf positioniert werden. Aber das Wichtigste fehlt natürlich noch, nämlich der Diffusor in der Mitte. Und den bauen wir jetzt dahin. So, da haben wir jetzt unseren Diffusor stehen. Und was das ist, ist einfach ganz simpel eine schwarze Pappe. Eine gefaltete schwarze Pappe, ein schwarzer Fotokarton, den ich einfach hier in die Mitte aufgestellt habe, sodass wir dann jetzt dort gleich unser Subjekt positionieren können und dann links und rechts ordentlich Licht daneben bekommen. Man könnte diesen Teil in der Mitte auch noch größer machen, auch noch breiter machen. Ich lasse ihn so schmal und ziehe dann den schwarzen Bereich später in Photoshop lang. Das macht es ein bisschen einfacher, hier auf so einem kleinen Tisch zu arbeiten. Wenn ihr mehr Platz zur Verfügung habt und wenn eure Softbox auch größer ist als 40 cm in der Breite, dann solltet ihr euren Abschalter in der Mitte auch entsprechend breiter gestalten. Ein Wort noch zu den Gläsern, bevor wir anfangen. Wenn ihr mit Glas hantiert und Glas fotografieren wollt, achtet peinlichst genau darauf, dass das Glas wirklich, wirklich sauber ist. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als hinterher in der Nachbearbeitung Fingerabdrücke oder Fettflecken oder kleine Fusseln wegzuretuschieren. Deshalb hantiert ganz vorsichtig mit den Gläsern. Idealerweise habt ihr so weiße Baumwollhandschuhe, damit auch ja keine Fettflecken auf das Glas kommen, wenn ihr es verrückt. Und wenn ihr das Glas zwischendurch säubern wollt, benutzt dafür ein Mikrofasertuch. So eins, was ihr auch benutzen würdet, um zum Beispiel euer Objektiv zu reinigen. Damit bekommt ihr Fettflecken relativ gut wieder weg. Und wirklich achtet darauf, dass die Gläser super blank und sauber sind. Das hilft euch. Generell, dieses Lichtsetup ist natürlich prädestiniert zum Fotografieren von Glas. Es gibt nur wenig andere Anwendungsfälle, wo dieses Setup Sinn macht. Man kann es tatsächlich für Porträts benutzen. Das sind dann aber natürlich sehr experimentelle, sehr dunkle Porträts, weil das Gesicht in der Mitte natürlich nicht beleuchtet wird, sondern nur die äußeren Kanten. Deshalb, es ist wirklich prädestiniert für Glas, zum Beispiel auch für Flaschen, für Gläser mit Flüssigkeiten drin. Dann kommen noch so schöne Farbspiele an den Rand rein. Das werdet ihr hinterher auf den finalen Bildern auch sehen. Aber wirklich, das ist ein Setup, wenn ihr irgendetwas habt, was aus Glas besteht. Funktioniert auch gut mit Glasfiguren zum Beispiel. Auf metallischen Objekten dagegen ist es nicht so sinnvoll. Dafür gibt es andere Setups, die werden wir in Zukunft noch durchgehen. So, jetzt geht es aber ran ans Fotografieren. Unser Set ist aufgebaut. Ich stelle jetzt das erste Glas hin und dann machen wir die ersten Bilder. So sieht das Setup jetzt aus. Ich habe das Glas gerade hingestellt, nochmal gesäubert. Die Kameraeinstellungen sind jetzt bei diesem Licht so, dass ich mit einer 20. Sekunde fotografiere, bei Blende 8 und ISO 100. Was ihr dafür Einstellungen wählt, ist natürlich abhängig von der Stärke eurer Lichtquelle. Wenn es ein Blitz ist, dann geht er eben auf die Blitzsynchronzeit und regelt das Ganze über die Blende. Beim Dauerlicht habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mit der Belichtungszeit weit runtergehen kann, wenn ich ohnehin hier vom Stativ arbeite. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen könnt, wenn ihr wollt, ihr könnt jetzt über die Position des Glases, wenn ihr es weiter vor- oder zurückschiebt, variieren, wo exakt diese Spiegelung sitzt. Je weiter da hinten das Glas steht, desto steiler ist der Lichtwinkel hier und desto weiter vorne sitzt die Reflexion. Zieht ihr das Glas weiter nach vorne, dann sitzt die Reflexion weiter entweder genau an der Seite oder ein Stückchen hinter der Kante sogar. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich die Reflexion etwas weiter vorne haben möchte. Die Aufnahme ist jetzt so, dass ich ungefähr bis hier aufnehmen werde. Das heißt, die Basis ist nicht mehr drauf. Es geht mir wirklich nur darum, diese Glasform dann dort zu haben. Und ich fotografiere mit dem 50mm 1.8 von Canon, wie ich es eigentlich bei fast allen meinen Stilllives mache. Ich mag dieses Objektiv da sehr für, es ist scharf, es lässt sich einigermaßen gut manuell fokussieren und es ist klein und leicht dafür. Und das ist jetzt unser Setup und jetzt können wir direkt einfach ein Foto machen. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt ist natürlich links und rechts noch der große weiße Bereich. Man kann das Bild natürlich auch so lassen. Das hat auch einen gewissen schönen minimalistischen Effekt. Ich werde es vermutlich später in Photoshop so machen, dass ich die schwarzen Ränder einfach breiter ziehe, beziehungsweise den Bereich außen schwärze, sodass man eben wirklich nur diese Lichtkante da im Bild hat. Und ihr seht, es ist nicht viel dran an diesem Lichtsetup. Es ist ein großes Licht, ein Abschalter, Glas hin, auslösen und fertig. Und das ist mir das Wichtige, was ich mit diesen Videos rüberbringen möchte. Bestimmte Lichtsetups brauchen keinen großen Aufwand, um richtig, richtig geile Effekte zu erzielen. Und das ist ein richtig geiler Effekt. Ich werde das Ganze auch noch später mit Flüssigkeit füllen, sodass man da noch so einen leichten Farbschimmer dann drin hat. Die fertigen Bilder seht ihr dann, damit ihr auch wisst, was ihr mit dieser Technik alles so anstellen könnt. So, und das war's auch schon. So einfach ist dieses Lichtsetup und so cool sind die Ergebnisse, die da rauskommen. Und mir ist wirklich wichtig, euch hiermit mit dieser Serie zu zeigen, dass
ein dramatisches Lichtsetup, ein dramatisches Licht auf einem Foto nicht immer hochkomplex sein muss, nicht immer aus 5, 6, 7, 8 Lichtern bestehen muss, sondern wirklich sehr, sehr einfach sein kann. Ich selber gucke mir natürlich auch die Tutorials und die Videos und die Fotos von den großen Still-Life-Fotografen an, zum Beispiel Carl Taylor ist ja da so der bekannteste wahrscheinlich, und seine Lichtsetups sind unheimlich professionell, sehen extrem geil aus, aber wenn man sich mal so ein Behind-the-Scenes von ihm anschaut, dann baut er da aber eben auch 5, 6, 7 Blitze auf. Und das kann man natürlich machen, wenn man den Platz hat und wenn man das Equipment hat, aber man kann es halt auch sehr, sehr viel simpler machen, wenn man nur einen kleinen Raum zur Verfügung hat, wenn man nur ein oder zwei Lichter zur Verfügung hat, und dann geht das Ganze sehr viel leichter und man kann genauso gute Ergebnisse erzielen. Und genau das ist meine Aufgabe mit dieser Serie, was ich euch zeigen will. Und falls ihr keine Softbox zur Hand habt oder kein großes Dauerlicht zur Hand habt, was auch geht, ist einfaches Transparentpapier. Besorgt euch einen großen Bogen Transparentpapier, bietet einfach einem Kollegen, das festzuhalten, oder spannt es euch vielleicht auf einen kleinen Holzrahmen, den ihr euch gezimmert habt, und dann einfach dahinter zwei Systemblitze, einen links, einen rechts, weil in der Mitte wird ja ohnehin abgeschattet, und dann habt ihr genau den gleichen Effekt wie hier mit dieser Softbox und dem Dauerlicht. Das heißt, auch da kann man sich noch weiter runter behelfen, wenn man das Equipment noch nicht hat. Aber man muss deshalb nicht auf dieses coole Lichtsetup verzichten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Serie gefällt euch. Wenn sie euch gefällt, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass euch diese Serie gefällt und dass ich mehr davon machen soll. Wenn sie euch nicht gefällt, wenn euch das Thema nicht interessiert, lasst mir einen Daumen nach unten da. Das ist völlig okay. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr diese Thematik nicht spannend findet, und dann überlege ich mir, ob ich das weitermachen möchte oder nicht. Lasst mir aber auch auf jeden Fall in den Kommentaren Feedback da, was kann ich besser machen, was gefällt euch hier dran sehr gut. Und auch, wenn ihr Vorschläge habt für ein Lichtsetup, lasst mir in den Kommentaren vielleicht einfach Beispielbilder zukommen. Ich schaue mir die an und dann überlege ich mir, ob ich dieses oder jenes Lichtsetup vielleicht in einem zukünftigen Video aufgreife und euch erkläre, wie diese Lichtsetzung funktioniert. So, das soll es gewesen sein für heute. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, abonniert ihn bitte. Das hilft mir sehr weiter. Teilt ihn auch mit euren Freunden, wenn ihr denkt, dass eure Freunde auch davon profitieren könnten, von dem, was ich hier tue. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein!